Hallo und willkommen zu Schritt 8 – hilfreiche Strategien für deinen Alltag. Hier fasse ich die bisherigen Erkenntnisse in Form von Beispielen aus meiner Praxis zusammen. Du wirst dich vielleicht an einigen Stellen wiedererkennen können. Ich gebe dir Tipps, wie du in Zukunft Cholerikern und verschmutzter Kommunikation begegnen kannst. Ich gebe dir kleine Werkzeuge für große Schlagfertigkeit mit und wir schauen uns nochmal das Beispiel von Perfektionismus an. Darüber hinaus erörtern wir die Frage, wie kannst du es eigentlich schaffen, nicht zurück in alte Verhaltensmuster zu fallen? Und was du tun kannst, wenn du dich mal wieder im Kreis drehst.